Am 12. Juli 1613 findet die erste richtige Temperaturmessung statt. Damals natürlich noch relativ ungenau. Ab 1880 wird das Ganze dann systematischer. Das ist auch der Grund, warum diese ganzen Temperaturskalen zum Beispiel von der NASA mit diesem Jahr beginnen. Und trotzdem können wir ziemlich genau die Temperatur von zum Beispiel vor 50 Millionen Jahren bestimmen. Aber wie funktioniert das Ganze? Also, das hat mit der Fettablagerung von Bakterien zu tun. Aber ich möchte heute genauer verstehen, wie das gemacht wird und funktioniert und natürlich auch die Frage klären, wie exakt das Ganze ist. Und dafür bin ich hier im Senckenberg Forschungsinstitut und Naturmuseum Frankfurt. Und damit willkommen bei Breaking Lab. Jakob hier, los geht's. Das hier sind Klimaarchive der Vergangenheit. Das sind zum Beispiel Gletschereis, Stalagmiten, Fossilien oder Korallen. Und diese speichern verschiedenste Klimadaten, also zum Beispiel Temperatur, Niederschlag, extreme Wetterereignisse und so weiter. Und zwar indirekt in Form von geologischen, physikalischen oder chemischen Stellvertreterdaten, sogenannten Proxys, aus denen man dann Rückschlüsse auf das Klima vergangener Zeiten ziehen kann. Clemens arbeitet hier im Museum mit genau diesen Proxys. Also ich bin Teil eines gemeinsamen Projekts der Goethe-Uni und Senckenberg. Und in dem Projekt geht es eigentlich darum, besser zu verstehen, wie die klimatischen Bedingungen vergangener Warmzeiten waren. Und in meinem Projekt jetzt speziell, da interessieren mich eigentlich zwei Sachen. Einmal, wie warm war es vor 48 Millionen Jahren hier in Mitteleuropa? Und zweitens dann, wie hat sich die Temperatur über einen Zeitraum von ungefähr 500.000 Jahren entwickelt? Und dafür schaue ich mir diese Gesteinsproben an, analysiere Fossilien, die da drin sind und kann darüber Temperaturen rekonstruieren. Und das ist zum Beispiel eine Probe aus der Grube Messel, das ist mein Klimaarchiv. Und in diesen Gesteinsproben, da sind eben diese fossilen Moleküle enthalten und die schaue ich mir dann genauer an. Natürliche Klimaarchive, wie beispielsweise die Gesteinsprobe, die haben ganz unterschiedliche Arten von Proxys und decken auch ganz andere Zeitfenster ab. Baumringe decken ein Jahr ab und man kann zum Beispiel Dürre und Niederschläge daraus ablesen. In Eisbohrkernen sind wiederum Gase eingeschlossen und mit deren Proxys kann man etwa 800.000 Jahre der Vergangenheit rekonstruieren und Rückschlüsse auf Temperaturen oder extreme Wetterbedingungen ziehen. In Gestein, Gesteinsschichten oder Fossilien kann man teilweise über Proxys wie Carbonate oder Fettablagerung Millionen von Jahren in die Vergangenheit gucken. Mit manchen Klimaarchiven kann man sogar super spezifisch in die Vergangenheit gucken, zum Beispiel Muscheln, besonders aus der Gezeitenzone. Die bilden pro Tag nämlich zwei Wachstumslinien, jeweils bei Ebbe eine. Und so lassen sich mit Hilfe der Wachstumslinien tagesgenau Daten über zum Beispiel den Kohlenstoffdioxidgehalt im Meer oder die Sonnenintensität ableiten. In Zukunft werden Forschende vielleicht mit neuen Technologien noch genauere Proxys ableiten können. Allein im Senckenberg Forschungsinstitut und Naturmuseum Frankfurt lagern dazu Millionen von natürlichen Zeitzeugen in den verschiedensten Sammlungen. Im Museum für Naturkunde Berlin könnt ihr euch die sogenannte NASS-Sammlung anschauen, eine weitere besondere Sammlung der Leibniz-Forschungsmuseen. Sie funktioniert wie ein Archiv des Lebens und beinhaltet auch Arten, die wegen uns Menschen ausgestorben sind. Dank neuer Technologien wie beispielsweise CT-Scans liefern die Objekte immer wieder neue Erkenntnisse über das Leben auf der Erde. Wie das funktioniert, das haben wir in unserem Livestream vor Ort angeschaut. Den packe ich euch noch ans Ende von diesem Video. Also in diesen Gesteinsproben, da sind fossile Moleküle enthalten. Und diese Moleküle, die wurden von Bakterien produziert. Das sind Membranlipide. Und wir können diese Moleküle diesen bestimmten Bakterien zuordnen. Und jetzt wurde vor ungefähr 15 Jahren wurde herausgefunden, dass die Verteilung dieser Moleküle in dem Sediment stark von der Temperatur abhängt. Also ganz konkret, wenn wir Proben analysieren aus warmen Regionen, also zum Beispiel aus Afrika, dann ist die Verteilung dieser Moleküle anders, als wenn wir Proben aus ganz kalten Regionen, also aus Nordnorwegen zum Beispiel, analysieren. Und über diese Verteilung dieser Moleküle und dieser Beziehung zur Temperatur können wir dann auch Temperaturen in der Vergangenheit rekonstruieren. Also wie sehen dann die konkreten Arbeitsschritte aus, wenn du so eine Gesteinsprobe jetzt hast? Also wenn ich jetzt diese Gesteinsprobe habe, dann muss ich die erstmal klein machen, also ich muss ein Pulver draus machen. Dann muss ich dieses Pulver mit organischen Lösungsmitteln spülen, um die Organik daraus zu filtern. Und dann muss ich die Probe noch ein paar Mal reinigen, weil da Sachen drin sind, die wir gar nicht analysieren wollen. Und der letzte Schritt ist dann, dass ich die nochmal filter und dann im Massenspektrometer und in der Chromatographie analysiere. Mit der Massenspektroskopie kann man herausfinden, woraus bestimmte Substanzen bestehen. Und zwar, indem man die Einzelteile nach ihrem Gewicht sortiert. Das funktioniert in der Regel so. Um Moleküle zu messen, müssen diese erstmal ionisiert werden. Das bedeutet, Moleküle, die befinden sich ja in einem neutralen Zustand. Das heißt, negative und positive Ladungsträger, die gleichen sich aus. Und diese Moleküle, die bombardiert man jetzt mit einem Elektronenstrom, sodass negativ geladene Ionen aus dem Molekül herausgeschlagen werden. Und zurück bleibt ein positiv geladenes, ionisiertes Molekül. Und diese können dann im sogenannten Analysator, einem speziellen Magnetfeld, beschleunigt und auf dieselbe Geschwindigkeit gebracht werden.
gebracht werden. Es entsteht so eine Art Molekülstrahl und dann geht es ans Sortieren und zwar auch in so einem Magnetfeld. Schwere Moleküle, die sind träge, sie werden durch das Magnetfeld nicht so stark abgelenkt und landen weiter vorne an der Detektorplatte. Leichte Moleküle hingegen, die werden stark abgelenkt und fliegen nach hinten. Die Flugbahn des Moleküls, die hängt also von seiner Masse ab. Jeder Kontakt mit der Detektorplatte, der löst dann ein elektrisches Signal aus. Und das wird in solchen Balken dargestellt. Vorne die schweren Moleküle, hinten die leichten. Und daraus kann Clemens jetzt ablesen, welche Mischung von Lipiden in genau der untersuchten Gesteinsschicht zu finden sind. Das Massenspektrometer, das Clemens benutzt, das ist ein kleines bisschen anders. Es arbeitet mit Spannung, um die Moleküle zu sortieren. Das Ergebnis ist aber dasselbe. Also das ist jetzt ein Ergebnis unserer Messung. Das ist wirklich eine Probe aus Messel. Und wir sehen einerseits die Intensität, also das, was hinten am Detektor detektiert wurde, und dann die einzelnen Moleküle, die aufgetrennt wurden und von denen wir auch die Massen bestimmt haben. Okay, und wie kommen wir jetzt hiervon zur Temperatur? Genau, also konkret messen wir die Peakfläche. Also wir gucken uns jedes Peak für jedes Molekül an und berechnen dann ein Verhältnis von diesen Peakflächen zueinander. Und dieses Verhältnis, das korreliert eben mit der Temperatur. Man bestimmt also die Fläche unter dem Graphen für die jeweiligen Peaks und jeder Peak steht für einen anderen Stoff. Anschließend werden die Ergebnisse miteinander verglichen. Also ich kann jetzt von dieser Probe kann ich eine Temperatur rekonstruieren, die basierend auf diesen Peakflächen ermittelt wird. Und was wir grundsätzlich bei den Messelproben herausgefunden haben, ist, dass die Temperaturen im Jahresdurchschnitt über 20 Grad lagen. Über welches Jahr reden wir da? Das war vor 48 Millionen Jahren. Aber im Vergleich, die Jahresdurchschnittstemperatur in Deutschland in den letzten Jahren war bei ungefähr 10 Grad. Also es war über 10 Grad wärmer damals als heute. Diese Ergebnisse von Clemens decken sich mit den Daten vieler anderer Forschende aus der ganzen Welt. Diese Übereinstimmung, die ist einer der Gründe, warum sich die Forschung so sicher ist. Sie wissen, im Eozän war es erheblich wärmer als heute. Aber die große Frage bleibt, wie exakt ist das Ganze? Also die Unsicherheit bei der Methode und der Kalibrierung, die besonders für diese Seesedimente sind, da ist er bei ungefähr plus minus 3 Grad. Aber selbst unter Berücksichtigung dieser Unsicherheit waren die Temperaturen damals trotzdem deutlich höher als heute. Diese hohen Temperaturen wurden vermutlich ausgelöst durch Vulkanismus im Atlantik. Aber da ist man sich noch nicht so sicher. Julia untersucht Warnzeiten in der Vergangenheit mit Klimamodellen und vergleicht ihre Ergebnisse mit den Daten von Clemens und den anderen Forschenden im FEWA-Projekt. Aber dadurch werden nicht nur Clemens' Daten verifiziert, sondern andersherum können die Klimamodelle durch die Paleo-Daten auch verbessert werden. So kann dann damit auch das Klima der Zukunft prognostiziert werden. Ja, Klimamodelle basieren auf Physik und Mathematik, also das sind wirklich Gleichungen. Und anfangen würde man damit, dass man die Strahlungsbilanz der Erde formulieren würde. Also schauen, wie viel Strahlung kommt von der Sonne rein und was passiert dann in der Atmosphäre und auf der Erdoberfläche damit. Für die Klimamodelle wird die Erde in ein Gitternetz unterteilt, dessen Punkte bei globalen Modellen etwa 100 Kilometer weit entfernt voneinander sind. In großen, komplexen Klimamodellen werden dann verschiedene Teilbereiche zu einer großen Erdsimulation zusammengefügt. In so einer Simulation lassen sich Daten wie zum Beispiel der Salzgehalt von Gewässern oder CO2-Gehalt variieren und das Modell berechnet, welche Auswirkungen diese veränderten Komponenten auf andere Teile des Klimas haben könnten. Also wie warm es werden könnte oder was mit den gekoppelten Meeresströmungen passieren könnte. Forscher wie Clemens vergleichen ihre Proxydaten mit den Ergebnissen solcher Modelle für die Vergangenheit. Also im Endeffekt vergleicht man die Werte der Simulation mit den Ergebnissen aus den Muscheln, Eisblöcken oder was man sonst noch so als Proxys hat. Aber eigentlich ist das Ziel der Forschenden ja unter anderem, das Klima für die Zukunft mit Klimamodellen simulieren zu können. Und tatsächlich sind dafür die Informationen aus den Proxys von vor Millionen Jahren super wichtig. Und wenn wir in die Zukunft schauen wollen, dann müssen wir einen sehr viel wärmeren Klimazustand durch die Modelle darstellen können. Und das ist nicht unbedingt vergleichbar mit dem Klimazustand, den wir heute haben. Und deswegen schauen wir ganz gerne noch viel, viel weiter zurück in die Vergangenheit mit den Modellen, eben in solche Zeiten, die auch Clemens untersucht, in denen es sehr viel wärmer war, vor 50 Millionen Jahren zum Beispiel, um da testen zu können, wie gut die Modelle sehr warme Zeiten darstellen können. Das heißt, man braucht den Blick in die Vergangenheit, weil es da viel wärmer war, um das Klima, was noch vor uns liegt, zu beschreiben. Denn was wir ja wissen ist, wir steuern gerade auf eine noch viel schnellere Erderwärmung zu als in der Vergangenheit. Und das sollte uns ein bisschen Sorgen machen. Statt zehntausende Jahre erwärmt sich unsere Erde in wenigen Hunderten. Also noch weniger Zeit für die Natur, sich an die Temperatur und auch zum Beispiel andere pH-Werte im Wasser und CO2-Werte in der Luft anzupassen. Bei den Prognosen kann es natürlich auch mal zu Abweichungen kommen. Proxys können verfälscht sein
oder Klimamodelle Fehler haben, aber durch die große Summe an Daten kommen die Modelle zu einem ähnlichen Ergebnis. Wie zuverlässig die Modelle sind, das hängt von unterschiedlichen Faktoren ab. Also wenn wir eine global gemittelte Temperatur haben wollen, dann ist das sicher weniger als die 3 Grad Unsicherheit, die Clemens genannt hat. Wenn wir sehr lokale Temperaturen anschauen wollen, dann nimmt die Unsicherheit zu. Trotzdem muss ich sagen, dass die Temperatur eine Variable ist, die das Modell sehr, sehr gut darstellen kann. Und Unsicherheiten sind viel größer, wenn wir Niederschläge anschauen. Und da auch je lokaler wir gehen, desto größer wird die Unsicherheit. Klimamodelle haben also auch Schwachpunkte. Bei einigen Faktoren herrschen einfach noch Ungenauigkeiten. Aber genau daran wollen Forschende in Zukunft arbeiten. Also das Gitternetz, der Maßstab für Klimasimulation, soll räumlich kleiner und damit detailreicher werden. Je kleiner die einzelnen Zellen sind, desto genauer kann das Klima in ihnen simuliert werden. Die Wissenschaft ist sich also sehr sicher mit ihren Prognosen. Zum einen, weil Millionen von Daten aus der Vergangenheit übereinstimmen und so ein klares Bild davon schaffen, was bei einer Erwärmung passieren kann. Und auch, weil diese Daten zu den mathematisch berechneten Klimamodellen passen, die so noch genauer unsere Zukunft modellieren können. Durch Forschung, wie sie in Forschungsmuseen praktiziert wird, kann also nicht nur Wissen der Vergangenheit und Gegenwart bewahrt und für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, sondern mit Objekten und vor allem dem Wissensnetz, das sich zwischen den vielfältigen Museen und deren Forschungsinstituten spannt, auch Wissen um und für die Zukunft generiert werden. Einen Eindruck davon konnte ich und vielleicht auch ihr euch in den letzten Monaten in den 8 Leibniz-Forschungsmuseen, die wir hier auf dem Kanal besucht haben, verschaffen. Also es war echt cool, was ich mir alles ansehen und erleben konnte. Zuerst war ich in Nürnberg, wo wir über Irrtümer in der Wissenschaft und deren Richtigstellung gesprochen haben. In Bremerhaven habe ich mir die Physik von Schiffen angesehen und wie sie optimiert werden können. In Berlin konnte ich live eine Digitalisierungsstraße in Aktion sehen, mit der Insekten digitalisiert werden, und in Bonn konnte ich jeden einzelnen Forschungsschritt bei der Arbeit an unentdeckten Arten nachvollziehen. Auf Montreport ging es um die Frage, ob der Mensch überhaupt im Einklang mit der Natur leben kann, und in Bochum war ich im Anschauungsbergwerk und habe mich mit der Zukunft des Bergbaus beschäftigt. Ich habe mir in München angesehen, welcher Motor der effizienteste ist, und hier aus Frankfurt schließen wir die Reihe mit einem ganz aktuellen Thema, unserer Klimazukunft. All diese Themen könnt ihr euch hier natürlich auf dem Kanal nochmal anschauen und natürlich auch die Museen vor Ort besuchen. An dieser Stelle nochmal vielen Dank an die Forschungsmuseen der Leibniz-Gemeinschaft, die diese spannenden Einblicke möglich gemacht haben. Und sonst würde ich sagen, hier findet ihr die Playlist mit allen Videos. Lasst gerne ein Abo da, wenn euch das Ganze hier gefallen hat. Und wir sehen uns wieder Dienstag, Donnerstag, 18 Uhr. Bis dahin, euer Jakob.